Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei The Hunter Call of the Wild. Und ja, die letzten Folgen, die scheinen bei euch ja eigentlich recht gut angekommen zu sein. Und ich wollte mich natürlich bei euch nochmal bedanken für eure netten Kommentare und dass euch das Spiel an sich so gut gefällt. Ich habe mich nochmal ein kleines bisschen umgeguckt. Ich habe ein paar Missionen gemacht, dass ich noch ein paar Erfahrungspunkte nebenbei bekomme. Danke nochmal für den Tipp, dass ich die Zelte schon habe und die nicht extra kaufen muss. Es wurde auch in die Kommentare geschrieben, dass auf der PC-Version schon eine neue Map dazu gekommen ist. Ich mache mal ein bisschen leiser kurz. Denn es gibt, ich glaube, Sibirien oder so. Also so Winterlandschaften und so. Schade eigentlich, dass es die auf PlayStation noch nicht gibt. Aber ich bin zuversichtlich, dass es irgendwann nachgereicht wird. Zwar nicht als Update auf dem PC, bei Steam ist es ein Download-Content für 9 Euro noch was. Und ich hoffe natürlich, dass es auf PlayStation auch bald kommen wird. Aber jetzt wollen wir uns erstmal vorbereiten, denn wir haben eine Aufgabe. Wir müssen nämlich heute Hasen schießen. Wir müssen uns als Hase tarnen. Deswegen muss ich mal ganz kurz gucken nach Flöten. Hier ist die Blockflöte Hasen. Und wir müssen einen Hasen mit Pfeile erledigen. Das wird natürlich heute mal was ganz anderes. Wir können jetzt hier maximal 3-mal kaufen. Lockstoff und so ist mir noch ein bisschen zu teuer. Wir gucken mal ganz kurz in den Rucksack rein. Da machen wir mal ganz kurz das kleine Gewehr. Das packen wir heute mal raus. Packen den Bogen dafür rein. Ich weiß, ich labere heute ziemlich schnell, aber ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich bin einfach ein bisschen übermotiviert und deswegen... Sauerstoff. So. Ich denke mal, das dürfte so funktionieren. Ich packe das ganz kurz nochmal meine 7 Sachen hier im Rucksack. So, den Bogen packen wir mal auf die 1. Ich brauche jetzt nur noch die Munition einmal reinpacken. Gewehrpfeile. So, müsste jetzt eigentlich funktionieren. Ich muss jetzt bloß... Ich habe die Flöte vergessen, ne? Ich habe die Flöte jetzt vergessen. Inventar. Lockmittel. Dann machen wir mal die... für die Hasen packen wir mal rein. Heute ist einfach nur Hasen. Ich weiß, ich werde wieder 1000 Viecher wieder vor mir haben, die ich dann auch noch erwischen will. Aber... Ich versuche heute mal wirklich auf Hasenjagd zu gehen. Ich versuche es, Freunde. Ich kann euch hier nichts versprechen. Das Ziel auf der Karte wäre hier oben in dem Bereich. Ich sage schon wieder Hasen. Ich sollte Fuchsjagd. Wir wollen Füchse heute fangen. Mann. Muss ich mich in dieses Gebiet hier oben begeben. Hier vorne haben wir auch eigentlich noch einen Hochstand. Wir können mal uns kurz gucken, was das hier für ein Gebiet ist. Jagdgebäude. Ich setze mir einfach mal eine Markierung hin. Dann fahren wir heute mal ganz kurz dahin. Und dann gucke ich mal, ob wir einen Fuchs bekommen. Ich meine, das ist echt nicht einfach. Ich meine, der Fuchs, der ist gerissen, ne? Der läuft ja permanent um uns rum. Den kriegst du auch nicht so leicht erlegt. Das wird richtig eklig heute. So, übrigens haben auch manche geschrieben, ich hatte ja letzte Folge gefragt, wegen welche Map wir mal spielen sollen. Und es wurde dann geschrieben, ja, hier die Rehfelden wollen wir sehen. Und natürlich, es war auch einer dabei, hat gesagt, wir wollen das in dem südamerikanischen Bereich öfter sehen. Ich werde das so machen, wir wechseln das ab und zu mal ab. Ich werde dann ab und zu mal auf der Map sein, auf der Map. Und ihr hattet auch gefragt, wie wechselst du eigentlich die Map? Ne? Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn du jetzt zum Beispiel in Rehfelden bist, willst aber auf die andere Map drauf, kannst du ja nicht einfach so wechseln. Dann geht ihr einfach auf Multiplayer, erstellt eine andere Map, geht zurück ins Hauptmenü und geht da fortsetzen. Dann seid ihr wieder in der Standard-Map drin. Ich weiß, das ist total bekloppt, aber so funktioniert das recht gut. Ist mir dann mal so aufgefallen. So, wir müssen mal gucken, wo wir langfahren müssen. Noch knapp 4 Kilometer vor uns. Und ich hoffe natürlich, dass irgendwann, ich sag's eigentlich jede Folge, ich hoffe, da war ein Reh, dass sie irgendwann mal umstellen, dass man mehr Fahrzeuge hat. Also es wäre ganz cool, wenn man hier mit so einem Trabi durch die Gegend fahren dürfte oder mit so einem alten Wartburg. Ich weiß, es ist für Jäger nicht so geil, denke ich mal, aber zumindest ist es irgendein Geländefahrzeug oder so, dass du mal richtig schön durch die Pampa fahren kannst. Ich weiß, das ist auch ein Geländefahrzeug, aber ich meine, keine Ahnung, irgendein Jeep oder Land Rover oder sonst irgendwas. Also halt ein Fahrzeug, was dafür auch gedacht ist. Ich muss trotzdem mal ganz kurz auf die Karte glotzen. Ich
Nein! Das hat fast geklappt, Freunde. Da spucke ich schon beim Reden. Hast du gesehen, wäre fast vor die Karre gesprungen. Ah, gut, wenn ich jetzt einen Fuchs so erledigen könnte. Wenn ich einfach jetzt drüber fahre, dann einen Pfeil reinschieße, das so zusammenschneide, dass ich sage, ich habe den jetzt erwischt. Das wäre mir lieber, als wenn mir das Vieh jetzt vor die Karre rennt. Ich weiß, ich bin heute extrem laut. Ich habe keine Ahnung, was heute mit dem Mikro los ist. Ich glaube, mein Mikrofon ist auch ein bisschen übermotiviert heute. Was labert der denn heute schon wieder? Ja, ab und zu habe ich das. So, 80er Zone. Das Ding schafft das eh nicht auf 80. Also gucken wir mal weiter. Lalalala. So, mal sehen, was das nächste Tier ist, was uns jetzt vor die Karre springt. Ich weiß gar nicht, irgendwas wollte ich euch noch sagen. Ich habe es vergessen. Es war irgendwas Wichtiges. Die Zelte habe ich jetzt bestimmt auch wieder nicht mitgenommen. Weil ich eigentlich, ich hatte, bevor ich diese Aufnahme gestartet habe, habe ich einen Fuchs getötet. Also ich habe es schon an mich genommen, etwas zu machen. Ich hatte nämlich hier vorne, hier ist nämlich, hoffentlich fahre ich jetzt nirgendwo gegen. Hier ist Bedürfnisgebiet Fuchs. Ich hatte mir hier so ein Ding aufgestellt und hatte mich dann ein paar Stunden auf die Lauer begeben, bis mir dann aufgefallen ist, ich sollte da keinen Fuchs fangen, sondern ich sollte da oben in dem Gebiet den Fuchs erledigen. War da ein bisschen beschissen gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Alter, wehe, springst du mir jetzt vor die Karre. Die sind nämlich alle total des Wahnsinns hier. Der läuft da neben mir her. Jetzt habe ich es aber drauf angelegt. Wäre jetzt davor gesprungen, hätte ich euch einfach mal demonstriert, wie das aussieht. So, das Problem ist, ich krieg dann auch noch Schaden, das Fahrzeug auch. So, wo sind wir denn hier? Hier habe ich öfter Wildschweine. Hier krachen immer die Wildschweine davor. Muss ich auch ein bisschen aufpassen, ne? Also wir sind ja hier ein renommierter, darf man das so sagen, ein renommierter Jäger. So ein ausgebildeter Jäger, ne? Und ihr habt es mitgekriegt, ne? Also so viele Tiere, wie ich schon geschossen habe, da, ne? Was machst du denn hier? Total offen. Häschen! Häschen! Ah, das ist ein Fuchs! Was? Das Ding brauchst du lange. Scheiße. Jetzt hätte ich fast den Fuchs gehabt. Alter, ich konnte den nicht umfahren. Das war ein Iron Fox gewesen. Da ist er wieder. Ciao. Oh. Alter, er hat bestimmt Tollwut gehabt oder so. Junge, Junge. Also der Fuchs hält was aus, ne? Ich weiß nicht, ob man Tiere überhaupt überfahren kann. Ich weiß, ich hatte mal ein totes Tier. Ich bin gegengefahren, es war tot. Aber ob es nur einen Herzinfarkt bekommen hat oder ob es wirklich gestorben ist, weiß ich nicht. Obwohl, ich bin richtig, ne? Ich bin richtig. Nicht gegen den Baum. Alter. Also wenn du solche Füchse in unseren Wäldern hast, ne? Dann Prost Mahlzeit. Die knocken dich um. Die kloppen Autos zu Brei. Ich meine, wenn du auf dem ATV rumfährst, dann kommt da so ein Fuchs an, ist Feierabend. So, gucken wir uns mal. Ja, hier könnte wieder wild über die Straße springen. Steht zumindest da. Passiert ja recht häufig hier. Ich dachte mal, ja, Mann, ist so viel Krach. Wenn du leise bist, dann sind die Tiere auch da und hauen nicht sofort ab. Aber die rennen mir ja immer vor die Karre. Ich weiß, das ist im echten Leben auch so. Da rennen sie dir auch vor die Karre. Ist nicht schön, ne? Aber, was sind die so dämlich? Ja, ich weiß. Jetzt kommen wir nicht so makaber rüber hier. Das sind die armen Tiere, die überfahren werden. Da sind doch nicht die Tiere dran schuld. Ja, das stimmt, aber die können auch mal nach links und rechts gucken. So. Wir fahren jetzt nochmal hier die 1,5 Kilometer. Da müssten eigentlich schon fast in dem Bereich sein, ne? Da müssen wir erstmal gucken, wo es hier überhaupt Füchse gibt. Hier bei der Scheune hatten wir damals das Dammwild geschnappt. Oh, es fängt an zu regnen. Regen ist gut. Ich habe nämlich den Skill freigeschaltet.
dass man mich bei Regen schlechter sehen kann. Also spielt uns der Regen eigentlich gut zu. So, das ist hier Meister Huberts Maisfeld, ne? Wir fahren einfach mal durch sein Maisfeld durch. Ich meine, er hat mich ja schon arrangiert gehabt. Also er hat mich arrangiert. Er hat mich ja engagiert, dass ich hier das Dammwild verscheuche. Habe ich gemacht. Dafür darf ich aber durch seinen Acker fahren. So, noch 900 Meter. Und dann müssen wir erstmal gucken, wo wir Füchse hier ranbekommen. Ich meine, den einen haben wir ja gesehen. Zeug, da kriegen wir so viel Popel. Ich habe einen Fussel voll in der Nase gekriegt vorhin. Ich habe so Luft eingesaugt, wie so Staubsauger. Da kam ein Fussel. Seitdem habe ich den hier drin. Und der nervt mich auch ein bisschen. Das ist so ein... Kennt ihr diese aggressiven Fussel, die nicht weggehen wollen? So. Sind jetzt eigentlich schon... Wo sind wir denn überhaupt? Da! Oh, leck mich doch am Zippel, ey. Jetzt muss ich da noch runter. Haben wir nochmal eine Abkürzung. Das schaffen wir eigentlich. Wir sind ja auch professionelle Fahrer. Also zumindest ausgebildete professionelle Fahrer. Also so würde ich nie durch den Wald fahren. Guck dir das an. Kein Schaden bekommen. Da ist noch ein Reh. Und jetzt war ein Hirsch. So, Freunde. Sind wir ja schon mal so gut wie da. Dann gucken wir mal. Okay. Sehr umweltfreundlich, das Fahrzeug so zu entsorgen. Wir gucken erstmal, vielleicht finden wir irgendwo mal ein paar Geräusche, ein paar Spuren. Muss ich erstmal auf die Laube. Ich weiß, wir sind hier mit dem Quad reingedonnert. Da wird erstmal in der Umgebung hier nichts sein. So, das war ein Hirsch oder sonst irgendein Tier. Ich habe ja jetzt die Pfeife gekauft. Ich weiß, warum trampelst du denn jetzt hier so durchs Gebüsch? Ich muss erstmal eine Fährte aufnehmen. Bin da wie so ein Spürhund. Aber ich denke mal, gut, Wasserstellen. Das wäre eigentlich ziemlich intelligent, hier nachzugucken. Was ist denn das? Gibt's Bisons? Also, Bisonartige Tiere. Ja, hä? Ich denke, wir sind hier im tiefsten Bayern gelangt. Das ist aber merkwürdig. Ist hier... Hab ich irgendwas verpasst? Hier in Europa bisonartige Tiere. Die haben aber viel hingeschissen. Guckt das an. Und jetzt sind halt die Spuren. Und vielleicht erlegen wir davon eins. Ich muss aber... Also Hauptmerkmal ist eigentlich der Fuchs, ne? Den wir erlegen sollten. Wir sind auch schon im richtigen Gebiet. Also ich muss mal nach Geräusche und so weiter gucken. Ich will auch so ein Tier erleben. Sprung in der Schüssel, Leute. Erlegen. Das ist ein Reh. Gucken einfach mal die Richtung. Hat jetzt aber irgendwie falsch angeschlagen. Er hat immer unten das genommen, statt das da oben. Ich gehe jetzt einfach grob mal erstmal in die Richtung. Gucken wir auf ein paar... Was ist denn heute los? Was ist es jetzt nur? Ah, es ist immer noch ein Reh. Gut. Reh will ich eigentlich nicht. Dafür ist der Kaliber auch zu groß, den wir heute bei haben. Ich will Fuchs. Wollen wir wetten? Ich finde keinen. Das wette ich mit euch. Was ist denn? Was schreist du denn da hinten rum? Das Reh will abgeschossen werden. Also jetzt laufe ich auch kacke. Weil ich laufe gerade mit dem Wind. Das heißt, es zieht ordentlich vorbei. Müsst aber mal schauen. What does the fox say? Ding, 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 ding. Okay, ich höre auf. So, Fuchs. Das Reh will abgeknallt werden. Das ist so ein Suicider-Reh, was wir einmal mit dem Sari hatten. Also diese Rehe, die einen auch angreifen und sich dann selbstmörderisch in den Tod selber reinjagen.
Was renne ich hier eigentlich mit der großen Wumme rum? Nee, das Ding wollte ich auch nicht. Was? Ich hatte doch... Bescheuert? Warte. Ich will keine Antwort jetzt darauf haben. Hirsch? Okay, warte, für Hirsche? Hirsche? Nee. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich habe, glaube ich, vorhin das falsche Ding gekauft. Was war das? Ich habe mir vorhin das falsche Teil gekauft. Leck mich am... Ah, das ist, wenn man quatscht und nicht hinguckt, ne? Jetzt fange ich mir vorne so einen Hasen. Ja, ja, Hase, noch freust du dich. Gleich komm ich zu dir. Aber wenn Hasen hier sind... Ah, ich habe vorhin die Fall... Weil ich habe nicht richtig hingeguckt. Und da habe ich die falsche Flöte gekauft. Ich wollte eigentlich, dass man einen Hasen imitiert. Hört sich ja ziemlich dämlich an. Und dann hätten wir den Fuchs damit fangen können. Habe ich jetzt aber ein bisschen verkackt. Ja, Häschen, komm mal her. Wenn Häschen da sind. Oh. Ah, die brauchen ja noch eine halbe Ewigkeit, ne? Bis sie ankommen. Gut, den kriege ich sowieso nicht. Und ich glaube, die Pfeile kann man auch nicht nochmal aufheben. Weil vielleicht kriegen wir den Hasen. Der ist jetzt bestimmt schon wieder 1000 Kilometer von uns entfernt. Aber wenn es hier Hasen gibt, gibt es hier auch Füchse. Warum habe ich die Taschenlampe an? Ach, Mann. Das kann aber auch nur echt mit mir passieren, ne? Weil du quatscht und quatscht und quatscht und quatscht. Und dann hast du verkackt. Warum mache ich denn immer die Taschenlampe an? Was ist mit mir los heute? So. Ich glaube, wir werden heute gar nichts bekommen. Hier muss doch irgendwo Fuchsspuren sein. Statt der da Rotfuchs soll ich hier suchen. Und dann auch noch mit der Möhre hier. Du magst auch Möhren, ich weiß. Oh! War knapp. Fast den Hasen erwischt. Ja, ich lock den zur Wand. Der kann doch nicht weiter. Ich will eigentlich jetzt gar keinen Hasen fangen. Aber der bietet sich halt so an, ne? Wo ist er hin? Da! Guck, der macht nämlich übelst den Umschwung da hinten. Wir folgen mal so lange den Hasen, bis er... Der Hase will bestimmt uns zum Fuchs führen. Nee, der läuft mit Zickzack. Das macht keinen Spaß. Fuchs, wie locke ich dich jetzt an ohne diese Hasenflöte? Guck mal, hier hinten in den bergigeren Regionen. Muss mal gucken, ob ich noch in dem Bereich bin. Ja, lauf eigentlich richtig. So, wie komme ich jetzt an den Fuchs ran? Wir können den nicht anlocken. Wir müssen wirklich so hart zu ihm rübergehen. Komplett ohne Hilfsmittel hier wieder kämpfen. Außer die Waffe, die total kacke im Schießen ist. Dammhirsch. Ach. Das kann doch nicht wahr sein, dass hier so viele Tiere sind. Nur keine Füchse. Außer diese Titanfüchse. Hatte der... Mensch! Was ist denn das? Wiesent. Brumpftschrei. Am Arsch Brumpftschrei. Muss der Warnruf kommen? Ja, weil ich genau in seiner Windrichtung bin. Jetzt mal Taschenlampe mal versuchen auszuhalten. Der hört mich aber auch, ne? Der weiß ganz genau. Der hat die Knarre gehört, wie ich das Ding rausgezogen habe. Ich will so ein Tier zumindest einmal nur sehen. Muss ich ja nicht gleich über den Haufen schießen. Aber vielleicht haben wir Glück und sehen unterwegs noch einen Fuchs. Und jetzt gesehen, wie schnell die sind, ne? So. Wo ist denn eins von diesen Tieren? Da! Da auch. Guck. Das sind so eine Art Bisons oder sowas. Hat man natürlich hier überall vor der Tür, ne? Folgt denen mal. Ich hab schon wieder die Taschenlampe angemacht. Aber was die kacken, guck mal. Die laufen hier vorbei und lassen einen Haufen nach dem anderen liegen. Ich werde jetzt mal versuchen, so ein Tier zu schnappen.
Vielleicht haben wir irgendwann Glück und treffen auch mal so einen Rotfuchs. Aber ich glaube, den Rotfuchs mit dem Pfeil zu erschießen, das wird richtig hart. Ich glaube, das kriege ich aber erstmal nicht gebacken, weil wir haben ja noch gar kein Visier dafür und wir haben das falsche Dingsbums dafür gekauft. Guck mal, was die scheißen, ne? Sind jetzt alle hier runtergelaufen? Wir waren alle hier rüber. Wäre jetzt ziemlich dumm, wenn... Da vorne sind sie. Da, gucke. Ich weiß, ich bin immer viel zu laut. Habe ich jetzt zweimal getroffen. Ich habe jetzt bestimmt zwei Tiere wieder angeschossen. Mal gucken, wo der Rest bleibt. Ich habe jetzt noch einen im Lauf. Die machen es mir aber auch einfach jetzt, ne? Wisst ihr, ist von denen einen schon zurückgeblieben? Zurückgeblieben. Dämlich sind die bestimmt nicht, aber... Guck mal ganz kurz hier lang. Ich weiß, oh, jetzt geht er ja schon wieder wie ein Shooter da rein. Irgendwo eine Blutspur? Wir waren da hinten noch ein Stück weiter gelaufen. Ne? Gucken wir mal ganz kurz. Da müssen wir dran denken, wir sind Jäger, keine Schleicher. So. Hier haben wir ja eine Blutspur vorne. Die können wir mal ganz kurz mitnehmen. Wir wissen ja, wo sie lang gelaufen sind. Ach, hat, glaube ich, noch einen erwischt. Ich hatte, glaube ich, zwei aus Versehen erwischt. Weil kann jemand nicht unterscheiden, weil die alle gleich aus sind. Hätten die ein Schild auf dem Kopf, wäre das viel leichter. So. Ich weiß, warum rennst du denn schon wieder? Na, ich will erst mal gucken. Also, dass ich ungefähr in halber Sichtweite zu den Tieren bin. Und dann kann ich immer noch langsamer laufen. Zumindest haben wir... Also, der Kaliber müsste eigentlich jetzt mittlerweile fast stimmen. Ich sag nicht, dass wir die perfekte Waffe schon dafür haben. Aber den einen haben wir schon ordentlich zugesetzt. Und ich frage mich immer noch, was so... Bisonartige Tiere hier zu suchen haben. Nimmt das Spiel nicht so ernst bei mir. Bei mir passiert ja alles Mögliche, nur nicht das, was ich sollte. Da ist wieder eine Spur vorne. Geht einfach mal langsam weiter. Ich versuche schon. Ne? Für meine Verhältnisse versuche ich echt schon wenig Krach zu machen. Ich gucke nämlich unten immer auf die Anzeige unten rechts, dass ich mich nicht im roten Bereich bewege. Und eine Blutspur. Kommt die jetzt wieder zurück? Das war ein Kopf, Mann! Jetzt aber. Gleich greifen sie wieder an, wollen wetten? Alter, der war knapp. Alter! Glück laufen die in meiner Herde rum. Wollen wir einfach mal langsam weiter? Ich weiß, das war nicht mein Ziel heute. Wir haben es schon mal geschafft. Ich dachte, der rettet mich jetzt volle Möhre beim Haufen. So wie wir das sonst immer erleben hier. Komm, das kleine Stück können wir jetzt rennen. Die sind eh jetzt schon über zig Millionen Kilometer entfernt jetzt wieder. Es war auf jeden Fall keiner, den ich angeschossen hatte. Ah ja, dass sie sehen, volle Möhre in den Kopf geschossen. Und er hat immer noch keinen Mucks gemacht. Siehste? Gehirn. 99%. Hat aber nicht so gesessen, wie ich mir das dachte. Der ist ja immer noch nicht umgefallen nach dem ersten Schuss. Aber ich darf nicht immer so viel rennen. Gucken wir mal nach dem nächsten.
Ich sehe immer nur die Kackhaufen von den Tieren. Da ist eine Blutspur. Sieht ein bisschen größer aus. Nee, ist aber immer noch gering. Ich schleiche schon langsam, Freunde. Bin ich hier schon extrem leise unterwegs. Ich weiß nicht, ob die auch da hoch hier ran sind. Aber ich glaube, die bleiben immer in der Gruppe, ne? Jetzt hätte ich den Hasen schön erwischen können. Ganz leise ran. Das artet hier immer bei mir voll ein Actionspiel aus. Oh! Alter! Was ist sie sehen? Nicht einer. Der hat aber auch ordentlich erwischt. Der hat gleich keinen Bock mehr. Alter, was ist denn das? Sorry, dass ich hier so einen Gewaltakt draus mache, aber der wollte einfach nicht umfallen. Was mit denen da vorne? Hier machen wir die ganze Herde hier weg. Ich wollte ihn einfach bloß nicht leiden lassen, deswegen habe ich da nochmal drauf gezogen. Hallo? Darf ich euch nicht looten? Doch jetzt. Das wäre eigentlich ganz gut gewesen. Ein Schuss. Hier habe ich einen Schuss gebraucht, der war weg. Sorry, ich brauche die Punkte, Freunde. So. Da. Alter, den hat's ordentlich erwischt. Deswegen konnte er nicht mal laufen. Ich glaube, jeder Jäger wird mich jetzt hassen. Jeder. Wenn hier einer sieht, was ich hier treibe. Das hat mir ja selbst eben in der Seele weh getan. Auch wenn das nur ein Spiel ist. Ich weiß jetzt aber nicht, welche von den anderen verletzt sind. Deswegen müsste ich sie eigentlich auch jagen. Also zumindest das zu Ende bringen. Junge, der hat auch was ausgehalten. Der eine ist einfach nicht umgefallen. Ich gehe dieses Spiel bald professioneller an, Freunde. Glaubt mir, ich versuche das. Du musst ja auch mal ein bisschen gucken, dass das Video nicht zu lange wird, ne? Weil wenn es zu lange machst, die meisten schalten sowieso noch nach 2 Minuten ab. Dann ist immer die Kacke. Du machst dir so viel Arbeit und nach 2 Minuten schalten die ersten weg. Und deswegen... Es ist immer ein bisschen schwer, die Arbeit zu kompensieren, weil gerade das Rendern vom Video, das dauert auch so seine 1-2 Stunden, wenn das so lang geht. Ob wir heute irgendwo noch mal einen Fuchs treffen? Ich glaube, wir haben alles verjagt, was es hier gibt. ich glaube... Nee, das war noch auf dem Hinweg. Ja, ich glaube, komm, wir müssen ja nicht die ganze Herde ausrotten. Wir schauen nochmal ein kleines Stück. Mehr haben wir nicht gemacht, ne? Wir haben jetzt bloß hier... Ja, da hätten noch mehr Haufen. Aber ich versuche wirklich ab nächster Folge dieses Spiel ein kleines bisschen professioneller zu machen. Nicht Shooter-mäßig. Aber das ist halt... Bei einem Spiel ist es halt immer ein bisschen verlockend. Du hast dann was vor der Linse und willst es unbedingt haben. Einfach nur, um die Punkte zu kriegen. Und ich muss das Geld wieder auftreiben, damit ich mir die nächste Flöte kaufen kann. Weil das haben wir ja ein bisschen verkackt. Ach, guck mal. Da ist einer. Alter. 99%. Ich entschuldige mich, Freunde.
Ich schäme mich so ein kleines bisschen, dass ich hier einfach alles über den Haufen geschossen habe. Ja. Gibt es hier noch andere Tiere? Puh. Ich glaube, den Fuchs, ne? Das werden wir nie... Also... Der Fuchs. Jetzt haben wir aber die Pfeife nicht bei. Zweites Problem ist, der wird jetzt garantiert von mir wegrennen. Der wird mir jetzt nicht entgegenlaufen, sondern wird sich jetzt so weit entfernen wie möglich. Ich glaube nicht, dass wir den bekommen. Mal gucken, ob wir erstmal bis zu den Spuren kommen. Ich meine, wenn der Warnruf raushaut, dann ist der unterwegs. Dann dreht der auch nicht mehr so schnell um. Quietscht es und quakt es überall? Der war ja dort in dem Bereich, ne? Wir können ja mal ganz kurz... Das Ding dauert auch so lange zum Rausholen. Ich könnte das Elchschrei machen, würde uns aber wenig bringen. Von wo hast du Aas gerufen? Ich sage jetzt bewusst Aas. Seht ihr was? Also ich schätze, der ist jetzt schon wieder über alle Berge. Warum müssen die doch... Warum muss ich das auch gerade mit einem Bogen machen als Mission? Na gut, wir haben ja das Thema mal gehabt mit der großen Magnum. Das macht ja auch wenig Sinn, ne? Weil dann bleibt nichts mehr von dem Tier übrig. Dann schießt du auf die Mitte, dann hast du bei dem Hasen gleich zwei Hasen. Oder zumindest zwei Hälften. Interessant. Ich guck erstmal, ob wir irgendwo Spuren von dem Idioten finden. Ich habe jetzt noch nichts... Da. Ah, das sind die Spuren. Ja, ja. So, der macht doch Warnrufe. Soll er machen? Wir versuchen jetzt schon mal ein bisschen näher ranzukommen. Der wird jetzt noch ein kleines Stück nach hinten weglaufen, denke ich. Ja, ist doch gut jetzt. Wir haben es mitgekriegt. Oder ich glaube, Wovette, der beobachtet uns. Der wird jetzt noch weiter nach hinten weglaufen. Aber wenn ich jetzt leise bleibe, kann es sein, dass er irgendwann sagt, okay, ich werde nicht mehr verfolgt, ich bleib stehen. Das kann sich natürlich jetzt wieder um Stunden handeln, die ich jetzt einfach hier lang schleiche. Das Gute ist, in den Wäldern, hier ist nicht so viel Gestrüpp. Das heißt, ich kann den recht gut sehen. Kommt leider darauf an, wenn ich auf ihn schieße, was dabei rauskommt. Das wäre nämlich die größte Hürde überhaupt, weil ich treffe mit dem Ding absolut gar nichts. Bogen. Ist bei mir total schlecht. Habe ich ja noch keinen Skillpunkt verteilt, nisch. Und dann auch gleich noch einen Fuchs. Ich habe ja nicht mal mit dem Gewehr einen Fuchs bekommen. Geschweige mit dem Quad. Weil die Füchse heutzutage, die sind schon ein bisschen härter gebaut, ne? Er gibt aber keine Warnrufe mehr. Ich weiß bloß nicht, wo er hingelatscht ist. Ein bisschen auf die Geräuschkulisse achten. Das Problem ist, er hat auch so eine hässliche Farbe. Hässlich nicht. Aber er hat so eine Farbe, die du dann wieder nicht erkennen kannst, ne? Da vorne sind Spuren von ihm. Müssen wir mal ein bisschen die Glotzerchen aufbehalten. Versuchen wir zu seinen Spuren zu kommen.
Damit wir ungefähr mal schauen können. Diese schon wieder diese Bison-Tiere. Ja, sind schon wieder da. Die will ich eigentlich nicht. Da jetzt läuft er. Wie ich das jetzt gesehen habe, ne? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich kann ihn jetzt bloß nicht ranholen. Aber da hinten ist er. Ciao. Also ist umherziehend. Extrem leicht. Da müssen wir jetzt irgendwie mal ein bisschen hinterherkommen. Ich kann jetzt natürlich nicht lossprinten, was jetzt natürlich ein bisschen schade ist, weil der mir einfach nur wegrennt und der ist ziemlich schnell. Als haben wir zumindest mal einen gesehen, während ich zu Fuß bin. Ob wir den. Ob wir den kriegen. Ach, dieses Wiesent. Das lenkt einen total ab. Ich weiß nicht, wie das bei dem Spiel abläuft, ob das auch so ist, wenn andere Tiere aufgeschreckt werden. Nicht, dass dann der Fuchs auch noch aufgeschreckt ist. Das wäre echt kacke, weil wir dann ein Problem haben, wenn es ein anderes Tier sieht, das total im Rad dreht und der Fuchs uns deswegen abhaut. Ich müsste mich auch mal bald hinlegen, wenn ich näher rankomme. Und leiser müsste ich sein. Versuchen wir mal kurz den Stick weniger reinzudrücken. Jetzt sind die nächsten Spuren. Das Gras wird leider höher. Ein kleines bisschen schneller noch. Fuchs. Das ist aber dieses kackhohe Gras hier vorne. Der ist gar nicht so dumm. Seht ihr ihn irgendwo? Gerade sehe ich nichts. Und das sind seine letzten Spuren. Das heißt, er könnte in der Nähe sein. Jetzt machen die anderen Tiere gerade einen Warnruf hinten. Das Gute ist beim Bogen, wenn ich jetzt schieße, das ist nicht so laut. Aber ob der Fuchs das mitkriegt, wenn ich vorbeischieße, das weiß ich eben nicht. Ich sehe aber auch, ich sehe ihn nicht. Wo bist du? Da hat er gekackt. Er hat geschissen, Freunde. So, wo sind seine nächsten Spuren? Nicht, dass ich den jetzt verloren habe. Aber ich wäre jetzt da lang gegangen. Also ich an seiner Stelle. Oder es kamen diese Büffeltiere und haben ihn verscheucht. Mist. Ich glaube, der ist uns entkommen. Wir können hier alles fangen. Nur kein Fuchs. Aber wir haben es schon mal, zumindest mal gesehen. Ich glaube, das würde noch ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn ich hier 10 Stunden rumrenne und versuche, so ein kleines Tier zu finden. Der ist mir abgehauen, Freunde. Nee, leider
nicht. Da seht ihr was. Gut, bei YouTube-Kompression, da siehst du wieder ja nichts. Na gut, Freunde. War ein bisschen fehlgeschlagen. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen, dass ihr bis hier durchgehalten habt, ne? Ist ein Wunder, wenn ihr es bis hier geschafft habt, ne? Respekt. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, ne? Petri heil. Ich weiß, Weidmanns heil. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Haut rein, macht's gut. Ciao.